Einen schönen guten Tag, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zu unserer Supercup-Pressekonferenz mit unserem Trainer Marco Rose. Ich will auch gar keine großen Reden schwingen im Vorfeld, weil diese Pressekonferenz heute ein wenig kürzer sein wird als gewöhnlich. Ihr wisst alle schon Bescheid. Wir haben hinterher noch diverse internationale Medienverpflichtungen, auch eine internationale Pressekonferenz. Deswegen beginnen wir gleich mit den ersten Fragen. Und die erste Frage kommt von Jesko von Eichmann Sky. Bitte. Hallo in die Runde. Herr Rose, können Sie uns ein Personalupdate geben nach diesem Wochenende und vor dem Pokal? Hat sich da irgendwas geändert? Grundsätzlich nicht, außer dass Thorgan Hazard ausfallen wird. Hat vor der Pause schon Schmerzen am Knöchel gehabt, hat sich dann durchgebissen. Knöchel ist dick geworden, bedeutet, wir müssen jetzt schauen, was da ja, möglicherweise nicht so am rechten Ort ist, wie es sein soll, und dementsprechend wird Thorgan ausfallen. Ansonsten kommt niemand dazu und fällt auch niemand weiter weg. Sebastian Wessling für die Funke Mediengruppe. Ja, hallo auch von mir. Herr Rose, der Supercup, der hängt ja in diesem Jahr so ein bisschen anders in dieser Saison zwischen den ersten beiden Spielen. Was hat dieses Spiel für einen Stellenwert für Sie, dieser Wettbewerb? Wie wichtig ist es Ihnen, da vielleicht einen Titel zu holen? Und kann das auch so eine Art Fingerzeig vielleicht sein, auch für die eigene Mannschaft, vielleicht nach außen, wie gut man sein kann diese Saison? Ich glaube, dass jedes Spiel ein Fingerzeig sein kann, sein sollte. Und man, wenn man sich misst, Punkt 1 versuchen sollte, unbedingt zu gewinnen. Das ist wichtig. Jetzt ist das auch noch die Möglichkeit, einen Titel zu holen. Es ist ein Prestigeduell gegen Bayern München. Und dementsprechend nehmen wir das Spiel natürlich sehr ernst, auch wenn die Rahmenbedingungen jetzt keine einfachen sind. Wir spielen jetzt 3 Tage nach unserem ersten Punktspiel. Wenig Regenerationszeit, eigentlich keine Möglichkeit, um zu trainieren, weil die Jungs, die gespielt haben, heute nochmal regenerieren müssen. Und morgen Abend geht es dann los. Aber wir werden versuchen, unsere bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen und natürlich auch versuchen zu zeigen, dass wir da sind und bereit sind für die Saison. Patrick Berger für Sport1. Hallo in die Runde. Hallo Marco. Marco, du hast gesagt bei deinem Antritt, dass du natürlich auch gekommen bist, um Titel mit dem BVB zu gewinnen. Die Sehnsucht ist ja insgesamt sehr groß. Jetzt geht es morgen gegen die Bayern. Aber auch insgesamt gesehen auf die ganze Saison, was macht dich denn so optimistisch, dass man den großen Angriff in dem Jahr auch auf die Bayern starten kann? Ja, es geht natürlich jetzt gerade wieder alles relativ schnell und dann werden wieder Schlagzeilen produziert. Ich habe nicht von dieses Jahr geredet, ich rede grundsätzlich beim BVB von Titeln. Letztes Jahr wurde der Pokal gewonnen. Nochmal, ich denke, wenn man hierher kommt zu diesem Verein, wenn man die Geschichte kennt, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre sieht, dann weiß man, dass es hier darum geht, dass man kurzfristig, mittelfristig daran arbeiten möchte, um Titel mitzuspielen. Und deswegen bin ich auch hierher gekommen. Und morgen haben wir die Chance, einen Titel zu holen. Und dementsprechend bereiten wir uns vor und werden morgen auch um diesen Titel kämpfen. Ich glaube, dass wir eine Mannschaft mit Qualität haben. Im Moment natürlich auch ein paar Baustellen, das ist klar. Das sieht jeder, das erkennt jeder. Aber wir wollen versuchen, an unserer Spielweise zu arbeiten. Wir werden Jahr für Jahr versuchen, eine Mannschaft aufzustellen, mit Abgängen und Zugängen dann natürlich auch, die diese Spielweise versucht auf dem Platz umzusetzen. Wir wollen für eine bestimmte Art und Weise Fußball stehen und dabei soll am Ende immer wieder der maximale Erfolg dann auch herausspringen. Aber nochmal, für Titel gibt es nie eine Garantie, das sind immer wieder weite Wege, aber das muss bei Borussia Dortmund immer ein Ziel sein, das ist klar. Die Ruhrnachrichten haben auch einen Zugang, Cedric Gebhardt, und der hat die nächste Frage, bitte. So ist es, hallo zusammen. Es ist gerade ja schon ein bisschen angeklungen mit dem Fingerzeig für die neue Saison. Was mich interessieren würde, wofür wäre denn ein Erfolg oder zumindest eine sehr gute Leistung morgen wichtiger in der Außenwirkung an die Konkurrenz, um zu zeigen, wir sind da, mit uns kann man rechnen, oder eben auch nach innen als Strahlkraft an die Mannschaft, dass man sagt, hey Jungs, wir arbeiten seit ein paar Wochen zusammen und das trägt hier tatsächlich schon die ersten Früchte, auch gegen starke Gegner. Ja, also die Leistung ist das Entscheidende, das glaube ich für Fingerzeige, für mich als Trainer zumindest. Ich weiß, dass in der Öffentlichkeit dann natürlich immer sofort das Ergebnis vor allen Dingen
gewertet wird und dort Fingerzeige aufgemacht werden. Aber am Ende des Tages geht es grundsätzlich immer, aber vor allen Dingen jetzt am Anfang für uns natürlich um die Leistung. Und wenn die stimmt, dann haben wir ein gutes Gefühl als Team, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber es ist natürlich dann auch ein Fingerzeig an die Konkurrenz. Aber dann geht es wieder auch nach dem Spiel um das Thema Konstanz. Also mal unabhängig davon, was morgen rauskommt, wird es danach weitergehen. Wir sind am Anfang einer Saison und ich höre dann schon immer so ein bisschen jetzt raus. Wir haben jetzt zwei Spiele gespielt, sind sehr gut gestartet. Aber am Ende des Tages, 22. Mai nächstes Jahr, letzter Spieltag, irgendwann DFB-Pokal-Endspiel, zwischendrin viele Aufgaben, die auf uns warten. Und als Trainer ist es dann natürlich immer auch wichtig, Nachhaltigkeit in die ganze Nummer reinzubringen und nicht von Spiel zu Spiel hoch, runter, raus, rein, sondern grundsätzlich die Dinge immer wieder auch richtig einzuordnen. Das, denke ich, ist meine Aufgabe. Kilian Gaffrey für die Bild. Hallo in die Runde, hallo Marco. Eine Nachfrage zum Personal. Da ist ja aus Dänemark Gerüchte um einen Wechsel von Thomas Delaney Richtung Sevilla gibt. Kannst du es, kann sich der BVB es sich erlauben, ihn abzugeben? Oder wäre er dann doch zu wichtig, dass man ihn lieber behält? Thomas ist Spieler vom BVB und die Gerüchte, die ja, kommentieren wir jetzt immer ungern, aber in dem Fall kann ich auch sagen, dass da in keiner Form irgendwas bei mir angekommen ist und dementsprechend gibt es da auch nichts dazu zu sagen. Bijan Jakobi, bitte. Ja, hallo Herr Rose. Ich habe eine Frage zu Emre Can. Der ist letzte Woche ins Mannschaftstraining eingestiegen. Wie geht es ihm jetzt? Und auf welcher Position sehen Sie ihn am liebsten? Hat er schon mehrere Positionen gespielt? Oder sehen Sie ihn als Allzweckwaffe, sodass der Gegner quasi seinen Namen auf dem Spielberichtsbogen liest, aber nicht weiß, wo er ihn hinstecken soll? Emre hat letzte Woche, nachdem er ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, dann nochmal einen kleinen Rückschlag gehabt. Erst Wade, dann Adduktoren. Wir haben es aber ganz gut im Griff. Diagnostik haben wir gemacht, es ist nichts kaputt, sondern es ist eine Reizung, wo wir jetzt einfach von Tag zu Tag schauen müssen, wie sich das verhält. Emre hat natürlich dadurch auch nach seiner Rückkehr jetzt sehr unregelmäßig trainiert, noch gar nicht gespielt. Das bedeutet, wir müssen einfach gucken, dass wir ihn dann so schnell wie möglich und nach und nach in Spielrhythmus bringen. Hoffen, dass er bald da ist, weil er wichtig für uns ist. Genau aus den genannten Gründen. Ich denke, jeder Spieler hat natürlich eine Position, wo er sich am wohlsten fühlt. Ich glaube, Emre sieht sich schon mit seinen Qualitäten auch sehr stark als Mittelfeldspieler, als Sechser, aber ich glaube, Emre hat in Liverpool auf 8 gespielt, er hat schon Innenverteidiger gespielt, macht das sehr gut. In der Dreierkette kann ich ihn mir sehr gut vorstellen als Innenverteidiger. Er hat ein gutes Tempo, bedeutet, dass er durchaus auch Außenverteidiger spielen kann. Viele Spieler sehen das immer ein bisschen kritisch für sich, weil sie das Gefühl haben, sie werden von Position zu Position geschoben. Jeder Trainer liebt solche Spieler, weil sie dir natürlich genau das geben, eine Menge Flexibilität. Du kannst als Trainer immer reagieren während des Spiels, ohne wechseln zu müssen. Und dementsprechend schätze ich die Qualitäten von Emre sehr als Fußballer. Aber ich finde auch, dass es ein richtig guter Typ ist. Und wir werden sicher von Spiel zu Spiel die richtige Position für ihn dann auch finden. Oliver Müller für die Welt. Ich wollte eigentlich auch zu Emre unter anderem fragen, aber genauso berechtigt die Frage nach Mats Hummels und Guerrero. Kann man da in etwa abschätzen, wie lange das noch dauert, wie weit sie momentan sind? Können wir grundsätzlich natürlich schon, aber es ist dann immer schwierig, das dann auch öffentlich rauszuknallen und dann dauert es doch ein paar Tage länger. Es sieht gut aus bei beiden. Also beide sind im Integrationstraining, beide werden schon richtig gut belastet. Mats, seine Signale sind sehr positiv, aber ob es jetzt schon für Freiburg reichen wird, weiß ich nicht. Aber wir denken schon und hoffen, dass er
dann danach auf jeden Fall ein Thema für uns werden kann. Und bei Rafa eigentlich ähnlich. Auch dort sind die Signale gut, aber beide sind noch nicht im Mannschaftstraining. Und dieser Schritt, Integration, Mannschaftstraining, das ist, glaube ich, der wichtigste. Wenn sie das dann gut verkraften und ein paar Trainingstage in den Beinen haben, dann sind sie natürlich wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Jesko von Eichmann. Herr Rose, in Mainz hat es an diesem Wochenende den Fall gegeben, dass so viele Spieler ausgefallen sind wegen Corona, dass da fast sogar über eine Absage gesprochen wurde. Meine Frage ist, wenn Sie in die Kaderplanung mit eingebunden werden, würden Sie dann auch dafür plädieren, nur geimpfte Spieler zu verpflichten, dass die Ihnen einfach auch sicher zur Verfügung stehen? Nein, würde ich nicht, weil ich auf die fußballerischen Qualitäten der Jungs schaue. Und nochmal, dieses Thema Impfen ist, glaube ich, eins, was jeder für sich entscheiden muss, weil es natürlich auch manchmal im persönlichen Umfeld oder selber Dinge im Leben gibt, die dazu führen, dass man sagt, ich lasse mich nicht impfen, weil es vielleicht sogar ein Risiko darstellt. Und das muss man dann, finde ich, auch akzeptieren können. Also das ist eine ganz persönliche Entscheidung, die bei mir nie dazu führen wird, dass ich irgendeinen Spieler danach beurteile oder in irgendeiner Form vielleicht dann sogar rausnehme oder unter Druck setze. Ich habe natürlich wahrgenommen, dass das in Mainz jetzt ein ganz schwieriges Thema ist. Und ich habe auch wahrgenommen, was Christian Heidel dazu gesagt hat. Und ich glaube, dass es Christian einfach genau auch nur darum geht, dass wir in dem Bereich, wenn sich Spieler nicht impfen lassen, wir Lösungen finden müssen, die nicht dazu führen, dass eine Mannschaft in Nachteil gerät, nur weil einige Spieler in dem Team nicht geimpft sind, sondern wir müssen mehr und mehr damit arbeiten, dass wir dieses Virus haben und dass wir trotzdem Lösungen finden, am Ende einen sportlich fairen Wettkampf zu haben. Darum geht es, glaube ich, in der Summe. Und nicht geimpft gut, nicht geimpft geht nicht, haut nicht hin, sondern wir müssen es irgendwo zusammenführen und nach mit dem Virus leben und dort Fortschritte machen, auch im Umgang damit. Patrick Berger. Jo, Marco, nochmal eine Frage zu Erling Haaland. Du hast nach dem Spiel in Frankfurt natürlich ihn gelobt, aber auch gesagt, dass einige Dinge noch besser werden müssen. Kopfballspiel, Abschluss mit rechts. Jetzt hat Jan Nagel-Fjörtoff bei uns im Doppelpass gesagt am Sonntag, dass er ihm sogar nachts SMS schreibt und sagt, die Chance habe ich verdattelt, was hätte ich besser machen können. Wie nimmst du ihn wahr im Hinblick eben darauf, immer noch besser zu werden? Und hat er die Dinge jetzt schon versucht umzusetzen oder wird er sie jetzt in der Woche umsetzen? Ja, das sagt ja nicht ich, dass die besser werden müssen, sondern das sagt er selber auch. Und so tickt Erling. Erling möchte ein kompletter Spieler werden. Ja, er arbeitet daran. Und ich glaube auch, dass er erkennbare Fortschritte macht. Natürlich macht man auch mal hier und da wieder einen Schritt zurück, um dann zwei nach vorne zu machen. Aber Erling ist noch jung und ich glaube, er hat noch so viel Entwicklungspotenzial und weiß das auch. Und man stelle sich vor, er schöpft das komplett aus, was er dann für ein Fußballer wird, und daran arbeiten wir gemeinsam. Wir haben leider Gottes nur noch Zeit für zwei Fragen. Die erste stellt Sebastian Wessling. Ja, und die Frage richtet sich in Richtung Abwehr. Da hat ja gegen Frankfurt Axel Witzel gespielt. Das haben Sie unter anderem auch damit begründet, dass es auch darum ging, ein bisschen Dominanz auszustrahlen, auch im Spielaufbau. Gegen Bayern werden ja die Ballbesitzverhältnisse vermutlich anders sein. Da wird ein anderer Druck auf die Abwehr sein. Ist trotzdem Axel Witzel jetzt im Moment die unter den gegebenen Umständen die 1A-Lösung auch in diesem Spiel für die Position, oder sind da auch andere Lösungen denkbar? Ja, es gibt ja nur noch eine andere Lösung. Also so viele Spieler haben wir dort hinten im Moment nicht zur Verfügung. Und das ist Papa. Und Papa macht das bis hierhin hervorragend. Und es geht dann jetzt irgendwann natürlich für uns auch darum, Axel kommt von der EM, hat jetzt anderthalb Wochen mittrainiert, hat jetzt dann schon einmal 80 Minuten in den Beinen, hat am Ende ein paar Krämpfe, bedeutet, Axels Körper hat dann schon auch gezeigt, dass es reicht. Bedeutet, wir müssen natürlich auch ein bisschen hingucken. Wir spielen jetzt drei Tage später. Heute mit Axel mal reden, wie es ihm geht, wie es aussieht. Beides ist natürlich eine Option. Das bedeutet, wir wollen dieses Spiel gewinnen, uns bestmöglich dort dann auch aufstellen. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch unseren Spielern gerecht werden und gucken, was da im Moment möglich ist. Das geht gerade eben noch nicht anders.
Und die letzte Frage kommt von Cedric Gebhardt, bitte. Ja, Herr Rose, das knüpft jetzt gerade direkt an die Frage des Kollegen an. Ist ja noch ein sehr früher Zeitpunkt in der Saison, aber es steht eben schon die erste englische Woche an. Und nach Turnieren, nach großen Turnieren, ist die Verletzungsrate ja in der Regel sogar höher bei den Spielern. Inwieweit muss man dem jetzt schon Rechnung tragen und präventiv vielleicht auch da jetzt schon gegensteuern? Ja, klar. Das sind Dinge, die wir auf dem Schirm haben müssen. Die Jungs sind fit, die sind wirklich fit und haben sich auch gut nach ihrem Urlaub hier wieder eingefunden, haben im Urlaub gut gearbeitet. Und trotzdem muss man natürlich ein Stück weit aufpassen. Ich glaube, dass wir diesen Rhythmus jetzt Samstag, Dienstag und dann Samstag und danach wieder eine normale Woche, den können wir schon ganz gut verkraften. Die großen Themen kommen dann natürlich, wenn wir englische Wochen am laufenden Band spielen. Aber für die Nationalspieler geht das dann ja schon wieder los, weil wir die erste Länderspielabstellung haben. Und dementsprechend müssen wir auf unsere Jungs aufpassen und dort einfach im guten Austausch sein. Die Jungs müssen gut mitarbeiten, müssen klare Signale auch ans Trainerteam geben. Aber wir werden auch niemanden bremsen, das ist auch klar. Also wenn jemand fit ist und marschieren kann und marschieren will und uns weiterhilft, dann wird er natürlich auch auf dem Feld stehen. Vielen Dank, liebe Kollegen, für eure Teilnahme an dieser Pressekonferenz und auch fürs Verständnis, dass es heute ein wenig kürzer war, als ihr es gewohnt seid. Wir sehen uns dann morgen Abend im Signal Iduna Park. Bis dann. Tschüss.